Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Beispiel, wie ich für eine Wärmebrücke den entsprechenden Psi-Wert, das heißt den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten, berechnen kann. Hierfür muss ich natürlich neben dem Detail die entsprechenden Temperaturrandbedingungen kennen, unter denen das Detail schon numerisch berechnet worden ist. Wir sehen hier den entsprechenden Wärmeverlust dieses Details bzw. die Wärmestromdichte entsprechend zu 26,175 Watt pro Meter, pro laufenden Meter. Hier rechts dargestellt nochmal die entsprechenden Baustoffe und Dicken, die ich benötige, um dann im nächsten Schritt den U-Wert zu berechnen. Das heißt, fangen wir an. Wir benötigen zunächst die entsprechenden U-Werte, zum einen der Außenwand U1, das ist ganz normal Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstands, also Übergangswiderstand innen, Wärmestrom ist horizontal, plus die Summe aller Wärmedurchlasswiderstände, Stahlbeton und Außendämmung. Und da ich Erdreich habe, beträgt der äußere Wärmeübergangswiderstand 0. Für meinen U1 erhalte ich somit einen U-Wert von 0,36 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Berechnen wir nun den U-Wert 2 der Bodenplatte. Hierbei tritt eine Besonderheit auf. Zunächst ganz normal. Übergangswiderstand innen plus Durchlasswiderstände der einzelnen Schichten. Und hier die Besonderheit, ich muss die Systemgrenze beachten, die ich nach Energieeinsparverordnung entsprechend auch ansetze, um die Energiebilanz zu bilden. Und bei oberseitig gedämmten Bodenplatten gegen Erdreich berücksichtige ich alle Schichten außerhalb dieser Wärmedämmung nicht mehr. Das heißt, sowohl Stahlbetonbodenplatte als auch Sauberkeitsschicht werden hier nicht mehr angesetzt. Daraus ergibt sich natürlich auch direkt der Zusammenhang zu meiner Bezugslänge L1, wie wir gleich sehen werden. Die Bezugslängen L1 und L2 betragen somit 1,16 Meter und 1,4 Meter. Im nächsten Schritt berechne ich die Temperaturdifferenz, die in meinem Rechenmodell aufgetreten ist. Temperaturdifferenz, Temperatur innen minus Temperatur des Erdreichs, 20 minus 5 sind 15 Kelvin. Und daraus lässt sich dann unmittelbar der Psi-Wert berechnen. Wärmestrom durch Temperaturdifferenz abzüglich der Wärmeströme durch meine Bauteile U1 mal L1 plus U2 mal L2. Und ich erhalte einen Psi-Wert von ungefähr 0,7 Watt pro Meter Kelvin. Wenn ich jedoch diesen Psi-Wert später zur Energiebilanz meines Gebäudes heranziehen will, darf ich jetzt einen Fehler nicht machen, nämlich ich muss die Temperaturrandbedingungen und die Temperaturdifferenz an die Energiebilanzberechnung der NF anpassen. Und das geschieht folgendermaßen. Wir haben die Temperaturdifferenz 1, das ist unsere Temperaturdifferenz von eben, und wir haben die Normtemperaturdifferenz T2, das ist die Temperaturdifferenz zwischen Innenraumluft und Außenluft, 20 minus minus 5, also 25 Kelvin. Warum muss ich das tun? Die Temperaturdifferenz 2 stellt die Normtemperaturdifferenz dar, zwischen Innenraum und in unserem Beispiel fiktive Außenluft. Das muss ich deswegen tun, damit ich später bei der Energiebilanz sozusagen die Effekte des Erdreichs nicht doppelt berücksichtige. Wenn ich also später die Energiebilanz durch Verwendung des Temperaturkorrekturfaktors Fx aufstelle und dadurch das Erdreich berücksichtige, muss ich den Psi-Wert entsprechend korrigieren und auf die Außenlufttemperatur beziehen. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Also der Norm-Psi-Wert zur Energiebilanz beträgt demnach Wärmestrom durch Norm-Temperaturdifferenz,
abzüglich der Wärmeströme der Bauteile, die ich dann mit der Temperatur entsprechend korrigiere. Und zwar die Temperaturdifferenz, die ich erhalte oder die vorhanden ist für mein numerisches Modell, in unserem Beispiel 15 Kelvin, dividiert durch die Temperaturdifferenz nach Norm, das sind die 25 Kelvin. Und ich erhalte einen abgeänderten, einen reduzierten Psi-Wert von 0,45 Watt pro Meter Kelvin. Und daran wird nochmal sehr deutlich, dass es sich bei dem Psi-Wert hauptsächlich um einen Korrekturwert handelt, damit ich bei der Energiebilanz des Gebäudes später keine allzu großen Fehler mache. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zum U-Wert, weshalb es auch negative Psi-Werte gibt, aber keine negativen U-Werte.